Mal eins. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley Multiplayer. Lang, lang ist es her. Ja, Wo war ich stehen geblieben? das ist die gute Frage. Du Ich hast ande erstmal. Ich auf jeden Fall ande. einen großen Rucksack, das weiß ich noch. Ja, ich habe einen größeren Rucksack gekauft. Ich erinnere mich. Ich gerade mal gucken, So, wie ich viel ist mach in der mich Runde. erstmal nützlich. So, ich ande erstmal. Hatte ich nicht mal sowas wie eine Gießkanne? Nein! Kann sein. Hey, wieso komme ich nicht mehr in meinen. Ah, so komme ich hier rein. Habe ich das etwa alles ab. Wer hat hier Fackeln in meinem Haus platziert? Ich habe das gemacht, ich glaube zuletzt, damit das auch ein bisschen Licht hat, das Haus. Weil du wohnst im Dunkeln, das wolltest du nicht. Ich habe es der Fackel reingesetzt. So. Und ja, Eigentlich ist es noch gießen. mal ein bisschen. Okay. Wie ging das? Ah, so. Lange her, ich habe keine Ahnung mehr. Alter, war das Feld letztes Mal auch schon so groß? Das ist ja gigantisch. Na, wir hatten doch nochmal erweitert zuletzt. So. Hast du Musik bei dir? Nein. Ich auch nicht. Jetzt gerade jedenfalls nicht. Ich weiß, dass ich sie im Hauptmenü ausgestellt habe, aber eigentlich nicht in-game. Also hier müsste es eigentlich da sein. Ich guck mal ganz kurz, das ist irgendwie doof für Musik. Ja, Musik ist eigentlich. Also, Also hast Sound du habe denn? ich, aber Musik halt nicht. Ja, gut, Alter, sonst wie mache ich die viel. aus und mache eine Playlist an oder sowas. Mal gucken. Lalala. Oh, Mist. Also meine Energie ist gleich schon halb leer und ich bin bisher nur am Meine auch. Gießen. Ja, fällt auch weit, ist anstrengend. Ja, Hundi. Also, wir müssen Hundi nach Wasser gehen. Lalala. Soll er doch aus dem Teich trinken. Das eklige Brackwasser? Da habe ich schon CDs und Brillen rausgefischt. Das ist ganz lecker, das Wasser. Ja, sehr gut. Zwei Drittel Energie weg. Ja, alles klar. Geh mal. Ich habe da solche Geoden. Die können wir aufbrechen gehen. Beim Schmied. Oder haben wir noch irgendwas zu tun? Ich kann ja mal gucken. Du kannst ja zum Schmied gehen. Ich kann ja mal gucken, wie weit wir hier schon mal Hund. abgeholzt haben. Oh. Hund, wenn wir noch Wasser geben. Warte mal, ich gebe dir noch Wasser. Uiuiui. Erstmal Patsch, Patsch. Jo, Patsch, Patsch. So. Okay, ich sehe, wie er. Alter. Die haben jetzt bei uns, ne? Ich Hier steht ja fast habe gar einen nichts Garten. mehr. Hier steht ja fast gar nichts mehr. Dann waren wir fleißig. Ja, ich habe ja einen Garten, ne? Da haben wir jetzt eine Gartenkatze. Eine Gartenkatze? Die ist uns zugelaufen und die hat ihren Schlafplatz bekommen in der Laube und alles drum und dran. Die bleibt da, die geht nicht mehr weg. Du meinst es aber schon dein RL-Garten, oder? Ja, natürlich. Ja, Das stimmt. war, RL-Garten. ich wollte nur sicher gehen. Dass ich jetzt irgendwas annehme. Nein, nein. Das hatten wir aber auch mal. Das war, glaube ich, irgendeine Nachbarskatze oder so von irgendeinem Haus, wo 10 Millionen Katzen wohnen. Die versteht sich auch sehr gut mit Sunny. Sunny, also mein kleiner Hund, ne? Du kennst sie ja. Da läuft jetzt auch frei im Garten rum und die spielen die ganze Zeit zusammen. Ja, voll schön. Wisst ihr denn, dass das eine, sag ich mal, wilde Katze ist? Oder kann das auch sein, dass das so eine ist, die Wir haben tagsüber erst. gerne mal rumläuft? Also sie ist durchweg im Garten, also sie ist noch nicht wirklich aus dem Garten mehr rausgegangen, jetzt seitdem sie da ist. Okay. Also ich will mir vermuten, es ist eigentlich eine Hauskatze. Oh, so. Eigentlich eine Hauskatze, dass die irgendwo weggelaufen ist. Aber Also wir wenn haben schon sie. geguckt, ob jemand eine Katze vermisst. Es gab sogar einen Aushang, die Katze sah ähnlich aus, aber das weiß er angeblich nicht. Daher wegschicken Also, tun wir sie, wenn wenn sie keiner kein danach fragt. Halsband hat oder keine Nee, hat sie Markierung nicht. im Ohr. Mhm. Oh, ich sollte vielleicht mal aufhören, ich bin schon wieder fällig. Und da haben wir sie aufgenommen. Versteht sich gut mit Sunny, alles okay. Ups. Eine Museumsspende. Einmal spenden und neue Belohnung. Oh. Halt, da war noch eine Spende, oder? Thank you.
So. Nein. Also ich bin fertig für heute. Neue Belohnung. Nice. Zwei Belohnungen. Ich habe ein bisschen den Platz hier gesäubert und ich bin fertig. Ich hab Melonensamen bekommen. Oh. Pflanze die im Sommer, wächst in 12 Tagen heran. Was haben wir denn eigentlich? Im Frühling, ne? Noch? Ja, die Blume ist noch da. Das ist eine gute Frage, was wir haben. Ich glaube, wir haben Frühling, die Sonne ist noch. Die Blume da oben. Nicht. Hofbuch, sag hallo. Ach, mir fehlen immer noch 6 Leute, okay. Ach, sag hallo. Ja, mir fehlen auch noch. Mir fehlen 7 noch. Ja, ich will die auch nicht alle kennen. Also, ne? Manche mag ich vielleicht nicht, die will ich nicht kennen. Dann sag ich auch nicht hallo. Darf ja auch ein bisschen egoistisch sein. Ich will Musik haben, das ist gerade voll doof. Jetzt habe ich wieder Schuhe an. Kann ich eigentlich auch? Ich habe so Steinschuhe. Dusch. Schöner Ofen, ja, voll die Luxuswohnung. Warte mal, habe ich bei mir auch so eine Pflanze drin? Oh, das habe ich sogar wirklich. Hi. Hi. Ich habe ein neues Möbelstück. Möchtest du das haben? Ein Möbelstück? Oh, eine riesige Geode. WTF. Riesig, das sieht ein bisschen aus. Das sieht ein bisschen aus wie der Anhänger, was die ganzen Star Trek Leute immer an ihrer Uniform dran haben, wo sie dann immer drauf drücken, um mit anderen zu reden. So ein bisschen. Das hat auch ungefähr die Form, so links ein bisschen länger. Mhm. Du kannst aber drauf drücken, vielleicht antwortet jemand. Moment, ich kann echt drauf drücken. Oh. Ah. Ja, gut, weil ich es aufnehmen will. So. Blümchen hauen, oder? Ich müsste mal zum Friseur gehen. In meinen Haaren befindet sich mittlerweile ein Vogelnest. Das ist halt Afro, ne? Tja, da wo ich herkomme, ist es halt nicht so warm wie hier. Wo kommst du denn her? Von Grönland. Grönland. Ja, hallo? Sieht man das nicht? Also, in Grönland trägt man so ein Afro? Ja, natürlich. Das hat einen Sinn, auch wegen der Koexistenz mit Pinguinen und Eisbären. Damit man nicht so schnell auffällt. Achso, und damit so gefährdete Vogelarten im Haar nisten können. Ah, das verstehe ich schon. Ja, das auch. Damit verdient man quasi seinen Lebensunterhalt. War Island nicht das mit diesem Hai, der hier ist? Grönland, nicht Island. Achso, okay. Wo kommt Source Streaming her? War das Island oder Grönland? Ich weiß nicht mehr. Grönland. Alles Grönland. Moment, was hast du jetzt gefragt? Wo Source Streaming herkommt? Kennst du es nicht? Ich glaube. Kenn ich das? Kennst du das? Kennst du? Kennst du nicht? Das ist Hai, der ist vergoren, also vergammelt. Das ist eine Delikatesse. Das heißt, in so ganz kleinen. Wie sie Thunfischdosen, kann man das kaufen. Ist aber in Deutschland nicht erhältlich an sich. Das musst du über das Ausland importieren. Das hört sich nach irgendwas... Das ist hier verboten, weil wenn du das aufmachst, das stinkt. Das stinkt nicht nur nach Gestank, das stinkt nach Verwiesung. Aber so krass. Ich habe mal bei ihm zugeguckt, der hat das sich mal geholt und das importiert. Und die haben das mit der Nacht mit ein paar Freunden gemacht. Die haben das in so einem Wassereimer unter Wasser geöffnet. Und selbst da sind die von dem Wasser einfach weggegangen. Weißt du, wie das Ding, wenn du es einfach so aufmachst? Das hört sich irgendwie so, durchaus Richtung Norden an. So Schweden, naja, Norwegen haben doch auch solche Fischsachen in einer Dose, die dann übelst stinken, wenn man das aufmacht. Ich hab schon mal bei Amazon so Just for Fun geguckt, ob man mal sowas als Gag oder sowas mal irgendwie bestellen kann. Wenn ihr ein Let's Eat davon haben wollt, drückt den Daumen nach oben. Ab 10 Daumen nach oben gibt's das Let's Eat. Mit Blub zusammen. Ja, über Discord. Nein. Das ist richtig, über Discord. Wir treffen uns auf der Hälfte der Strecke an einem öffentlichen Platz, wo wir die Dose dann aufmachen. Dann ist der öffentliche Platz erstmal leer. Dann nehmen wir das auf.
Ich schlage ein Minentestgelände oder sowas vor. Ja. Ich bin zwar bestimmt auf der Hälfte irgendwo. Ja. Sag mal, Huni, was machst du hinten eigentlich die ganze Zeit? Ich schliebe. Kann ich dich schieben? Oh, guck mal hier. Jawohl. Hast du mal Rechtsklick auf Huni gemacht? Dann kriegt er ein Herzlein. Aber jetzt geht's pens. Jetzt habe ich keine Lust. Ja, gut, wir sollen was schlafen gehen, ne? Da sage ich nicht nein. So. Ins Bett gehen, jawohl. Und ich höre das Schnauschen bis hier rüber. Eieiei. Liegt bestimmt am Affen. Hallo? Ich schnarche gar nicht. Eine Unterstellung. Sicher, ganz sicher. Ja. Ich bin dafür berühmt, auch wenn ich irgendwie bei anderen penne, dass ich meistens nicht schnarche. Oh, Kartoffeln sind reif. Kartoffeln. Oh, Kartoffeln. Jetzt habe ich auch wieder Musik. Ja, ich auch. Ich war es wegen dem Stopp. Na gut. Alles verkaufen oder wollen wir was aufheben? Wir haben doch eine Kiste gemacht zum Aufheben, oder? Warum aufheben? Was hat das denn für einen Sinn? Wir können doch später so eine Maschine bauen, dass wir das Zeug, ich sag mal, wieder zu neuer Saat verarbeiten können. Oh. Warum wir das nicht kaufen, sparen wir uns Geld. Ja gut, aber solange wir diese Maschine noch nicht haben, also ich weiß nicht. Ja gut, komm. Wir brauchen Kohle. So. Tani braucht noch einen größeren Rucksack. Nein, du kriegst den nächsten Rucksack erstmal. Ich weiß nur, kann man seine Ausdauer irgendwie upgraden? Ja, ich glaube, das geht später. Weil, ich sag mal so, es würde, glaube ich, gar keinen Sinn machen, wenn wir sogar noch ein größeres Feld machen, weil wir könnten das gar nicht bewässern. Ja, wir brauchen ja immer bald Sprinkler und sowas, ne? Wir können sie wahrscheinlich ganz einfach bauen, aber, naja, die sind halt einfach. Weil einfach ist. So. Ja, die sind wahrscheinlich so mega sinnvoll wie in einem gewissen anderen Spiel, wo das irgendwie einmal eins Feld oder so nur ist. Oder irgendwie sowas. Die kleinen bewässern vier Felder. Also du stellst in die Mitte, nach oben eins, nach unten eins, links und rechts eins. Ja, genau das meine ich nämlich. Naja, so sind die hier oben. Die ganz großen machen dann aber eins ringsrum. Die sind schon ganz gut. Wir haben schon den 21. Tag im Frühling. Ich würde sagen, wir ziehen jetzt durch hier, bis wir Sommer haben, oder? Dann gibt's neues Zeug. Dann finden wir neues Zeug, dann mal gucken. Also wenn wir jetzt neue Sachen anbauen würden, wird das wahrscheinlich gar nichts mehr bringen, weil das dann irgendwie vergammelt, oder wie? Ja, wenn es von den Tagen her nicht mehr passt. Hm. Wollen wir mal gucken, wie viel der Rucksack kostet für dich? Wir haben 2000 Grad Tasche. Können wir, ja. Dann wissen wir, wie wir sparen müssen, dann kriegst du einen neuen Rucksack. Hm. Oder wäre es vielleicht sinnvoller, wenn man als nächstes auf sowas wie so eine, keine Ahnung, Hühnerstall oder Farm oder irgendwie sowas geht? Ja, dann hast du auch wieder weil so. Tiere sterben ja nicht, wenn du eine andere Jahreszeit hast. Wenn du sie nicht fütterst, dann sterben die auch. Ja, aber. Also Geld-Income haben wir ja. Das passt als Brasse ist besonders frisch. Danke. Hallo. Bei mir ist jetzt wieder Neuerungssack. Oh. Ich habe eine durchweichte Zeitung im Müll gefunden. Du hast im Müll gefunden. Ja, und da kam dieser alte. Alter, der Opa im Rollstuhl verfolgt mich. Der hat gesehen, dass ich in seinem Müll gewühlt habe. Ich dachte, du hast damit aufgehört. Geht das schon wieder los. Was ist denn hier für ein Rucksack? Ein kleiner roter oder ein großer blauer? Warte mal. Rucksackverbesserung. Was hast du da für ein? Das weiß ich nicht. Ich sehe Rucksackverbesserung 24 Plätze, kaufen 2000. Aber ist das wirklich schlau? Ja, doch, klar. Wenn wir jetzt in eine Höhle gehen und so, umso mehr Materialien können wir farmen, umso mehr können wir verkaufen, umso mehr kriegen wir wieder Geld. Okay, dann kaufe ich den jetzt. Ja, kauf ich ruhig. Wir haben ja noch genug auf der Tasche und das passt schon. Jetzt ist hier ein blauer für 10.000. Willst du nochmal ordentlich Platz?
kann man noch mal... Ah, hier. Eigentlich, ja, stimmt, jetzt habe ich die zweite Reihe freigeschaltet von drei. Eigentlich können wir pennen gehen. Gleich wieder. Eigentlich schon. Wie viel Energie hast du noch? Oh, noch vielleicht ein Drittel. Boah, das bringt nichts. Können wir hier noch irgendwas abbauen auf dem Hof? Vielleicht ein Holz oder so? Eigentlich müsste man in die Höhle gehen, wenn es irgendwie regnet, weil dann braucht man nicht gießen. Da hat man genug Energie. Ich fällt noch ein paar Bäume hier oben. Noch ein bisschen Energie. So. Oben. Die Richtung. Na komm, ein Baum geht noch. Ich glaube, ich bin hier schon am anderen Ende oder so. Wo bist du denn? Ich bin irgendwo ganz links. Ah, ich bin über links gerade unterwegs. Und ich sollte jetzt aufhören. Bevor du umkippst. Ausdauer hast du bitte? Fall um. Oh, oh. Grenze. Langsam erschöpft. Bist du denn? Oh, guck mal, ich hab was gefunden. Ich such dich gerade, aber ich hab keine Ahnung, wo du bist. Ganz oben links. Tani, warte auf meine Rückkehr zu Beginn deines dritten Jahres. Großvater. Hä? Leute, Großvaters ist... Schrein. Moment, war der Großvater nicht der, der gestorben ist? Nee, der lag. Ach, der neben sterben? Ich weiß das schon gar nicht mehr. Ich glaube, der ist gestorben, oder? Und wir haben das doch hier geerbt quasi, deswegen. Wir sollen auf seine Rückkehr im dritten Jahr warten. Hallo Hundi. Macht mir Angst, die Farben bist. Was hast du ihm da jetzt für eine Pampe reingefüllt? Wasser. Der hat Durst. Ja, aber muss der nichts fressen? Nee, irgendwie nicht. Ist komisch. Trinken muss er einfach aber noch nie was essen. Ist voll komisch. So, ich hau mich ins Bett. Bringt da eh nichts her. Ach ja. Was? Die Zeitung bringt kein Geld? Frech. Oh, Fische. Ja, das Fischen, genau. Fisch. Ich hab das. Ich hab das gefischt. Das ist richtig. Aha. Was war das? Oh, es regnet. Wollen wir in die Höhle gehen? Ja, ich hole mein Schwert. Ich mache mein Inventar noch leer. So, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Braucht man die Axt in der Höhle? Oh, warte mal. Hier ist gerade sau viel gewachsen. Das ernten wir nochmal schnell ab. Das kostet ja keine Energie. Braucht man die Axt in der Höhle oder nur die Spitzhacke? Eigentlich nur Spitzhacke. Okay, ich bin bereit. Oh, Erdbeeren! Oh, jetzt gibt's Kohle. Also ein paar Erdbeeren möchte ich gerne aufheben. Ich habe eine goldene Pastinake und eine silberne Pastinake. Ich habe auch zwei goldene. Sollen wir die aufheben, oder? Wollen wir die goldenen aufheben, ja. Ne? Die goldenen, okay. Hä? Achso, hier rein. Hier oben. So, du? Na dann, Höhle.
Hidden Time. Auf geht's. Moment. Warte mal. Wollen wir uns noch was. Haben wir noch. Moment. Okay, Hidden Time. Sekunde. Ich habe noch 3 Snacks gemacht. Wegen Energie aufpushen und so. Mhm. Lass uns gehen. Warte mal, kann ich dir. Müsli essen? Nee. Kann ich dir denn nicht? Achso, ich leg mal hier in die Kiste, warte mal. Ich habe hier 2 in die Kiste gelegt hier oben. Gönn dir. So, auf in die Höhle. Kommst du? Haben wir dieselben Schuhe? Ich glaube schon. Nein, deine Schuhe sind heller. Oder? Macht keinen Sinn. Ich wusste, dass hier unten lang geht. Das war nur ein Test. Ja, ist klar. Fahrstuhlfahren in der Höhle. Voll realistisch. Wie benutzt man nochmal? Ich habe ein Steinschwert bekommen. Was hast du denn für ein Schwert? Ich habe gerade ein Stahl-Kurzschwert gefunden. Okay, ich habe auch noch eins. Ich habe jetzt 2. Aber ist das andere hier denn? Oh nein, hier sind die... Rostige Schwert, Stahl-Kurzschwert. Das ist besser. Ja. Oh, mit die Puppen habe ich da alle erwischt gehabt. Glück gehabt. Weg nach unten. Wir müssen die 100 erreichen, ne? Oder wie das war? Ja, 100. War das nicht erstmal nur 40? Hier. Warte, schau mal. Ach stimmt, die 40 müssen wir erreichen. Ja, brandneues Schwert. Das sind irgendwelche Mottenviecher. Die werden zu diesem Rücken fliegen. Die müssen ganz schnell weg. Aber diesmal haben wir wenigstens keine Lags, wie letztens immer. Noch nicht. Ja, hoffen wir mal, es bleibt so. So, schnell weg mit euch. Weg. Weg nach unten hat sich geöffnet. Ja, wo denn? Bestimmt hier. Hier oben. Hier. Okay, oder auch nicht. Eins. Mal gucken. Ja. Na gut, Steine brauchen wir uns dann so, wenn wir irgendwie die Gebäude mal erweitern. Ich weiß nicht, wollen wir uns Tiere holen? Das wäre schon. Hier ist übrigens die Leiter. Oh cool, dann auf geht's. Wäre für den Bauernhof schon nicht schlecht. So für Hühner und so? Ja. Wenn wir irgendwann mal das Geld dafür haben. Ja, das sollten wir hinkriegen. Hier Spitzhacke. Spitzhacke. Jetzt mal alle Viecher killen, okay, hier ist nichts. Oh, ja gut, die ist hier unten offen. Was? Die Leiter. Aber hier ist noch etwas anderes. Rechts. Ach gut, da ist schon die Leiter. Gerade rechtzeitig. Da kam so ein fliegendes Vieh an. Oh, Vorsicht.
Easy. Oh, was ist das? Hallo? Hier unten kommen wir nicht durch. Das ist jetzt ein bisschen Debris. Brauchen wir dafür die bessere Hacke oder was? Ja, ja. Tja, wenn auf der anderen Seite natürlich jetzt die Leiter ist. Hey, hier unten ist er. Ganz unten. Ja, Moment, hier ist auch noch eine Kiste. Da ist aber irgendwie nichts drin. Hab die nächste Leiter. Was? Komm einfach runter. Oh, hier ist dunkel. Achtung! Oh, oh. Oh nein, ich schon wieder. Weg! Oh, ach, noch eine. Oh, ich habe nicht mehr diesen Soundfehler, Gott sei Dank. Ja, es gab einige Updates, während wir jetzt nicht gespielt haben. Sie haben sich drum gekümmert, anscheinend um einiges, was den Multiplayer angeht. Ah. Achtung, da vorne sind. Oh, okay. So, noch eine, dann haben wir ja die. Die kriegen wir wieder irgendwas. Achso, wollen wir erstmal die Folge beenden? Oh, hab sie. So. Ich würde sagen, wir beenden hier erstmal jetzt die Folge an dieser Stelle. Wieso ist keine Kiste da? Tja, wir waren zu schnell. Unfair! Spiel ist betrogen. Okay. Dann würde ich sagen, was das für diese Folge? Und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao.